Hallo, ich bin Aspur von Spaniens Genusswelten. Heute mache ich euch zwei Pinchos mit Surimi. Und warum das alles nicht mit Sushi zu tun hat, bleibt dran. Was brauchen wir für die Surimi Pinchos? Wir brauchen Surimi, aber auch Angulas, die aus Surimi sind, drei gekochten Eier, ein paar Shrimps, die schon vorgekocht sind, Wachteleier, Mayonnaise, Salz, Pfeffer, ein bisschen Pimenton, Olivenöl und dazu lassen wir uns auch noch einen schönen Cava schmecken und die Pinchos richten wir auf eine Scheibe Brot an. Dann legen wir mal schon mal mit dem einen Pincho los. Also als ich sehr jung war, so die ersten Sushi-Läden in Nürnberg aufgemacht haben, da hieß es, wenn du rohen Fisch nicht magst, fang mit den Surimi-Sushi an. Surimi soll Krebsfleisch imitieren. Es ist tatsächlich nicht wirklich viel Krebsfleisch drinnen in dem Surimi. Es ist ein Imitat, was ähnlich schmeckt wie Krebsfleisch. In der spanischen Küche ist es tatsächlich in den Pinchos oder in den Tapas schon auch sehr bekannt. Also wenn ihr euch den Reis vorstellt, dieses Nori-Blatt vom Sushi, dann liegen die hier so drinnen, das wird eingerollt und dann so aufgeschnitten. Das ist das beim Sushi, wo wir gesagt haben, Mensch, fang doch erstmal mit dem an, damit es nicht so fischig schmeckt. Fisch fangen auch selbst an den Küstenregionen in Spanien ist sehr teuer geworden. Also tolle Krebse, tolle Meeresfrüchte generell sind sehr kostspielig, so hat man dann diese günstige Variante auch hergenommen. Das werde ich jetzt in Streifen schneiden. Wenn das jetzt schon Krebsfleisch-Imitat ist, woraus bestehen denn diese Surimi-Sticks? Diese Surimi-Sticks bestehen hauptsächlich aus Wasser, Eiweiß und Mehl und kann Spuren von Weichtieren enthalten. Also der tatsächliche Krebsanteil ist sehr gering. Die Textur erinnert tatsächlich an einen Krebs, aber viel Krebs ist da nicht drin. Das ist eine gute Eiweißquelle. Ich glaube, das war jetzt zu viel dabei. Kannst du gleich mal sagen, ob wirklich das so wie Krebsfleisch schmeckt? Definitiv. Marc hatte eine Einladung bekommen von meiner Familie, unter anderem Flusskrebse zu kochen. Also in so einer Kochkooperative, die es in Baskenland gibt. Das ist so ein Kochverein. Und Marc ist schon relativ groß und hat große Hände. Und diese ganzen kleinen Fiesel-Flusskrebse, die dann zu poolen. Kannst du dich noch erinnern, was du da gesagt hast? Nee, das bringt nichts. Zu viel Zeit, zu wenig Output. Ja, dann gab es Gott sei Dank noch was anderes. Ich glaube, es war Lamm. Das Hummer schon eine bessere Größe. Ja, gibt's nur nicht überall. Gebe ich das Ganze jetzt hier mal in so eine Schüssel. Damit die Textur nicht nur nach Surimi schmeckt, gebe ich jetzt nur das Weiße vom gekochten Ei. Das Eigelb spare ich mir noch auf Seite, das kommt dann nachher zum Einsatz. Ihr seht schon selber, die Eier sind nicht so schön glatt gekocht. Passiert schon mal.
Die Surimi-Sticks haben wir vorbereitet, wie ihr es jetzt gerade gesehen habt. Also wir haben jetzt die klein geschnitten, auch das Eiweiß, haben noch Mayonnaise beigegeben, Salz und Pfeffer. Wir lassen es einfach nur so vor sich hin ruhen. Wir kümmern uns jetzt um die Brotscheiben. Ihr wisst das schon, schräg anschneiden. Die gebe ich kurz in den Ofen, dass die obere Schicht so leicht knusprig wird. Ich erwähnte es gerade vorhin, dass Meeresfrüchte extrem teuer sind. Aber was so richtig teuer ist, sind Bibiale in Spanien. Bibiale heißen in Spanien Angulas oder Rulas. Und dort liegt der Kilopreis zwischen 600 und 1000 Euro. Das ist in den letzten 30 Jahren exponentiell nach oben gegangen. Es gibt immer weniger Bibiale, echte Bibiale, sodass auch diese Angulas auf Surimi-Basis halt hergestellt werden. Eine günstigere Alternative ist. Die sind bereits schon mit ein bisschen Knoblauch angeschwenkt und ein bisschen Pimenton, sodass ich die jetzt nur aufmache, in eine Schüssel gebe und nur auf Seite stelle. Marc guckt ein bisschen skeptisch. Die haben noch gezappelt. Aber er wird alles essen. Es gibt nichts, was er nicht isst. Wir holen derweil schon mal das Brot raus. Und werde die schon mal mit diesem Surimi-Salat bestücken. Surimi Pinchos gibt's auch. Gibt nicht nur Surimi Sushi. Wir lassen uns das jetzt Ganze mal schmecken. Mit einem schönen Kawa, der Impuls hat. Also wenn das nicht mal ein Impuls ist, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, dann weiß ich auch nicht. So, jetzt spürst du auch den Impuls zu probieren, ha? Ja. Wie in San Sebastian. Keine Gabel. Und nicht kleckern. Mmh.
viel. No.